und auch nicht. Vielleicht bin ich auch gleich komplett, ganz klein mit. Alter! Willkommen zurück auf Zero Skins. Try your luck. Wir gambeln heute wieder ordentlich rein. Ich zeige euch sogar eine Sache, die mir bis jetzt noch nicht mal aufgefallen ist. Und zwar kann man hier bei Lucky Items auf Lucky Progress gehen und eine komplett für mich neue Sache gewinnen oder entwickeln. Hier. Also man kann sich ja auch irgendwie hochfighten auf Items und upgraden oder sowas. Das wusste ich gar nicht. Da werden wir heute auf jeden Fall fett reingucken und natürlich auch bei der Secret Exploration vorbeischauen. Und zwar nicht so spät wie die letzten paar Male, sondern schon früher. Dass wir hier auch richtig gucken können, wie wir eben vorankommen. Im Vorfeld aber wie immer der Disclaimer, dass ihr bitte auf euch und euer Geld Acht gebt. Ihr müsst euch und euer Geld unter Kontrolle haben, um gamblen zu können. Und natürlich müsst ihr so oder so 18 Jahre alt sein. Egal auf welcher Seite, egal wo ihr reindödelt, wenn ihr hier irgendwas mit Gambling und Glücksspiel und sowas am Hut haben wollt, dann müsst ihr 18 Jahre alt sein. Schluss aus, fertig. Achtet bitte auf euch. Ich habe in der Videobeschreibung auch wie immer einen Link zu einer Hilfe-Hotline. Da ist auch eine Telefonnummer. Falls ihr oder ein Kollege von euch Hilfe braucht, könnt ihr euch dort melden. Wie man hier oben schön sehen kann, haben wir aktuell $623 am Start. Ich habe auch immer noch mein Backpack hier rumliegen von letztem Mal. Ich wusste noch nicht genau, was ich jetzt damit machen sollte oder wollte. Müssen wir dann am Schluss gucken. Da wir die Seite aber optimal nutzen und am besten immer mit einem Plus rausgehen über diese Methode, machen wir Folgendes. Wir gehen aufs Benefit Center, gehen auf die Daily Case, öffnen diese Daily Case bzw. klicken auf diesen Link und dann kommt man auf eine extra Seite, da kann man die Daily Case öffnen. Wir haben bis jetzt noch nichts eingezahlt. Ne? Stellt euch vor, ihr seid einfach gerade mit $0 hier drin, ihr seid nur angemeldet, dann öffnet ihr diese Daily Case und falls ihr da was habt, was ganz schick ist, was bei mir nicht der Fall ist, wäre es zum Beispiel der hier bei euch gewesen, dann wüsstet ihr, ah, okay, nice, ich habe jetzt $13 oder 13 Coins am Start, fast 14 Coins. Jetzt wäre es für mich ja lohnenswert, diese 3 Coins einzuzahlen, um das hier freizuschalten. Ja? Du gehst hier also auf Try Task und dann siehst du schon, hier wiederum auf der Main-Seite, dass du jetzt hier halt depositen sollst. Also hättest du was Gutes, das mehr als 3 Dollar wert ist, dann zahlst du einfach 3 Coins ein und kannst das Ding auscashen. Hast also schon Plus gemacht. Wenn ihr irgendwas Kleines zieht, so wie bei mir eben der Fall, ja, dann geht am besten gar nicht rein an dem Tag. Öffnet immer erst die Daily Case und guckt, ah, lohnt es sich für mich überhaupt reinzugehen. Und wenn es sich lohnt, also wenn ihr diese 3 Coins reingezahlt habt, ja, dann vergesst natürlich nicht, in meinen Giveaway-Room reinzugehen. Wir stehen sogar wieder ganz hier vorne und haben einen Jackpot von $284.61 drin. Also einfach Join Room und dann eben hier oben Join Room und dann Babbler. So, und dann könnt ihr rein. Ich kann da nicht rein, ne? Aber ihr könnt das machen. Gretel meint, es gibt auch ein oder zwei neue Cases. Ich nehme an, das sind dann diese zwei hier. Komm, machen wir einmal auf. Einfach direkt zum Anfang kurz die neuen Cases jeweils einmal aufmachen. Und dann gehen wir direkt in die Secret Exploration, weil die hat bis jetzt am meisten gegönnt. Na? Ah ja, wow, Groundwater. Heute Nacht werde ich davon wieder träumen. So, und die Mid-Autumn. Was hat die so? Ja, immerhin. Hey, immerhin eine Franklin. Kostet aber auch $5. Oder halt 5 Coins. Da müssen wir schon gucken. Na, gib mir mal so was Gönnerhaftes. Ah ja, Sammy Stiegel. Auch nicht schlecht. 1,64, aber gut ist es jetzt auch nicht. Wisst ihr was? Das andere kenne ich schon, wir machen das hier zuerst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in diese Bloodsport rein will, was ist dann? Wie sieht das aus? Ah, das geht ja immer mit 50-50 hoch. Okay, okay. Also ich muss praktisch hier mit $5.18 rein und kann entweder die hier bekommen oder gar nichts. Na, gucken wir mal kurz. Achtung. Oh, ah, oh, das sieht cool aus. Was Neues wieder zum Beäugen. Na, hab ich direkt Glück? Huh, hab ich. Also, ich könnte das Ding jetzt wohl rausnehmen, dann wäre ich aber komplett weg. Ich kann aber auch auf die Berries and Cherries gehen. Okay, das ist ganz schön tricky, tricky bicky. Ich gehe auf Next. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die trotzdem, also ob ich auf die fallen kann wieder, wisst ihr? Ich kann entweder die hier bekommen oder auf die hier zurückfallen. Wir gucken mal, wir sehen es ja hier in dem Rad. Ah, okay. Ob das jetzt hier... Ah! Oh, 1 Cent. Aua. Das ist schon irgendwie crank. Aber du hast halt auf der anderen Seite auch jedes Mal 50-50. Also zumindest wird es dir hier suggeriert, ne? Also du hast 50% darauf zu kommen, 50% darauf zu kommen. Also was ist hier als zweites bei so einem Knife? Ah, Handschuhe. Und nur 30%. Ah, ja. Da steckt der Schuh drin. So, so. Okay, ich weiß gar nicht, ob mir das so gut gefällt. Irgendwie ist es... Du hast, wie gesagt, 50-50, ob du halt die Dezimator oder nichts. Das ist deine 50-50-Chance. Ja, komm, dann machen wir es halt noch einmal, oder? 50-50. Obwohl die Fakt... Ja, komm, wir machen es doch mal auf. Ich mach die Augen zu. Komm. Komm. Hä? Oh Gott, ich habe zu früh aufgemacht. Shit. Warum dreht es so lang? Ich weiß auch nicht, so richtig geil ist es nicht.
ich habe mir es besser vorgestellt, als ich von euch gehört habe. Wow, da kann man sowas upgraden und sowas, das ist voll cool. Also, ja, es ist schon verlockend, dann nochmal drauf zu drücken, weil man sich denkt, ey, ich habe nur $5 gezahlt und die ist, was weiß ich, wie viel wert? 40, keine Ahnung, 50, 80, 100? Und man, wisst ihr was, das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt hier auf Early Exit, um das einfach mal gemacht zu haben. Ja, ich konfirme das. Juhu, put in Backpack und jetzt habe ich die hier liegen. Habe also, keine Ahnung, $20 reingezahlt und habe jetzt $10 rausbekommen, oder? Wie oft war ich drin? 4-mal? Kommt das hin? Ja, also ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Also 30% klingt wiederum 1000-mal besser, wenn du das mit dieser $500-Case vergleichst, wo du nur, ich glaube, 1 oder 5% hast, dass was Gutes kommt und der Rest sind 3-Cent-Kackdinger. Das hier sind gefühlt die wahren 50-50s. Guckt euch das mal ganz kurz an. Nur mal kurz zum Mitdenken. Schaut euch mal diese $500-Case an. Hier steht, das sind, warte, die Überschrift müsst ihr euch angucken, das sind High-Tier 50%-Cases. Und da denkst du ja, wow, ich kann was Gutes bekommen oder was Schlechtes und da habe ich 50-50. Aber die hast du ja nicht, weil du hast jetzt, also wir beachten gar nicht die einzelnen Werte von den einzelnen Dingern, sondern du hast 30% auf die goldenen und 20% auf die lilanen und dann nochmal 50% auf die beiden Kackdinger hier. Also wenn man dann da auf High-Risk geht, ist wahrscheinlich, außer ich denke jetzt irgendwie falsch, die Sache hier schon sinnvoller, wenn du auf ein richtiges 50-50 gehen willst. Aber da hast du auch nur 30%. Was trotzdem nicht schlecht ist, aber warum hast du hier nur 30%? Warum habe ich da vorne 50? Hier habe ich 50. So, jetzt gehe ich aber schön mit $1 rein. Das ist doch eine nette Sache. Da haut man nicht so viel weg, weißt du? Da bleibt dann ein bisschen mehr auch einfach da. Oder du kannst halt öfter rein, so. Na komm, na also. Und jetzt, ich glaube, ich vertraue auf, ich vertraue auf unser Glück. Da kommt schon jetzt mal noch so ein leckeres Teilchen raus. Das kriegen wir hin. Warte mal. Der Item-Price von dem Ding ist ja komplett bescheuert. Der ist ja nur minimal, der war ja nur marginal höher als der von dem Agenten. Oder? Habe ich es gerade richtig gesehen? Der Agent ist wie viel wert? 2,30 oder 13? Das Ding ist genauso viel? Weiß ich jetzt nicht. Das erste gewinnt man aber dann doch recht oft, oder? Ich habe jetzt 7-mal gespinnt in dieser Kategorie und habe 5-mal das erste geschafft, glaube ich. 2,13 ist es wert. Das nächste 2,24. Ja, naja, gucken wir halt mal, ob das was kann. Aber ich komme ja gar nicht aufs zweite die ganze Zeit. Komm, gönn, auf. Ha! Ich komm nicht über das erste hinaus. Ich schaff's gar nicht. Komm, noch einmal. Einmal machen wir noch. Bei 1,7 ist es ja nicht so wild. Also trotzdem fühlt sich ja die Secret Exploration alleine schon beim Zugucken für mich und beim Bespielen schon irgendwie besser an. Ist eine coole Kategorie und wer dieses Upgraden mag, ich kann von hier auf das upgraden mit so und so viel Prozent, dem wird das sicherlich gefallen. Aber ich habe ja auch ohne Ende Pech. Ich verkacke ja nur. Na komm, also ich will zumindest ein Level weiter, bitte. Das muss doch gehen. Na, ja. So, und wir sind raus. Ich glaube, ich gehe raus. Ich gehe raus und nehme das mit. Also ich gehe mal kurz eins weiter. Ich hätte eine 50-50 Chance auf die Cortex. Ach, obwohl. Ich müsste ja eigentlich für euch schon weitermachen. Aber wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann gehe ich doch erstmal in die Secret Exploration rein, Leute. Weil, also ich habe hier irgendwie nicht so den Spaß. Ich merke ihn irgendwie nicht. Nicht so sehr, wie es bei der Operation, Exploration am Start ist. Ja. Und da sind wir weg. Later. Secret Exploration, meine Damen und Herren. So, ich hoffe, dass wir hier jetzt richtig, richtig schön reinschwitzen können. Das war ja bis jetzt immer unser Luck-Ding. Wisst ihr was? Hier haben wir das meiste Luck gehabt. Ich will kurz hier rein, um zu gucken, wie es Feeling gerade ist. Ich dippe praktisch gerade meinen kleinen Toe ins Water. Und wir gucken mal. Wir gehen dreimal rein, gucken, ob wir Plus machen. Wir gehen mit 5 rein und gehen mit 1,50 raus. Aua! Ein zweites Mal mit 5. 3,94. Heute gönnen sie ja gar nicht. Und der letzte Drückerich ist 3,14. Aber wir können das nächste Level. Das mache ich noch jetzt kurz. Ich mache hier nochmal 3 im nächsten Level. Komm, wo wir schon mal da sind. Ich bitte euch. Auf. Na also. Plus. Direkt Plus gemacht. Und Exchange wollte ich eigentlich nicht drücken. Naja. Und direkt weiter rein. Ah, kleines Minus. Ja komm, die Sachen wollen wir nicht behalten, ich exchange jetzt wieder, oder? Ich habe auch vorhin nicht gesagt, dass ich alles behalten will und am Schluss gucken will, wie wir stehen. Ja, letzte Stufe wäre natürlich geil. Also mir wurde gesagt, guck's dir an, auf der letzten Stufe kannst du nur das Knife bekommen. Es gibt nichts anderes. Ja gut, gucken wir mal. Da will ich jetzt dann doch, also da will ich jetzt mal kurz hin, mal schnell. Kleines Minus gemacht. Ich versuche jetzt flott mit euch durchzugehen. Denkt, das letzte Mal haben wir gewonnen ohne Ende. Dann habe ich gesagt, ich spule jetzt einfach durch oder ich mache einen Cut für euch, weil ich ja nur Plus gemacht habe und ich gebe euch Bescheid, wenn ich Insanes Plus mache oder Drop. Und kurz darauf bin ich nur noch gedroppt. Genauso wie jetzt auch. Also immer so, noch nicht mal so hart. Da habe ich immer so $1 verloren pro Dreher, letztes Mal. Ich meine, sowas geht ja wirklich noch, wenn du dir das bedenkst. Du gehst mit 5 rein, gehst mit 2,73 raus. Da kann man sich ein bisschen über Wasser halten und halt einfach Spaß haben. Aber
minimales Plus, aber nur minimal. Das ist ganz schwach. Ganz, ganz schwach. Ich mache übrigens mal die Chancen hier an. So. Das tut richtig weh. Was brauchen wir? Wir brauchen die Flashback, um weiterzukommen. Ich weiß nicht, wie viel oder wo wir standen, als wir jetzt hier reingegangen sind. Ich glaube, da haben wir ein Plüsschen gemacht, aber hallo. Da haben wir sogar zwei Hot Rods. Wisst ihr was? Ich exchange die hier alle und nehme eine Hot Rod mit rein ins Kästchen. So. Und rein mit uns. Na? Minus. 5,86 wieder ein bisschen plus gemacht. Aber zufrieden bin ich da noch nicht. Wirklich nicht. Also es können wir mal... Upgrade. Ja, stimmt. Geil. Jawohl. Na also. Okay, wir sind schon auf Stufe 3. Was haben wir hier? Groundwater. Natürlich. Na komm. Wir gehen trotzdem weiter. Also... Die Groundwaters. Hallo, können wir dir helfen? Hey. Ich zähle jetzt nicht mehr mit, wie oft ich drücke. Oh, wow. Das war eine richtige Reinfallrunde. Oh. 20 Cent. Holy shit. Die waren noch nicht mal in Factory New. Wenn Groundwater, dann bitte nur Factory New. Ganz kleines Plus. Aber man sieht, wir fallen gut. Wir fallen auf jeden Fall gut runter. Also ich brauche jetzt hier mal 10, 20 oder 30 Dollar, um aus dem Loch rauszukommen, dass wir wieder ein bisschen hochschießen können, ne? Oh! No prison for bruises, my dude. Also damit haben wir jetzt ein richtiges Plüsschen reingeholt. Holy shit. Ich putte die mal. Aber ich will halt zum Knife kommen. Ich will eigentlich bis zum Ende kommen. Denk dran, das ist nicht mein Geld. Ich bekomme das Geld gestellt. Das Bit... Oh, schon wieder Plus, Alter. Oh, lecker. Die behalte ich auch. Holy shit. So, die putte ich mal. Geil, Leute. Ja, also da hätte ich jetzt unseren Startbetrag locker über schon wieder Plus. Gehen wir hier gemütlich weiter. Also so kann es laufen. So kann es auch weiterlaufen. Ich habe genug im Backpack. Ich könnte auch Sachen verkaufen, wenn wir weiter kommen wollen in Level 5. Das würde mich doch stark interessieren. Also Secret Exploration Level 5 ist unser Ziel. Du hast natürlich auch jedes Mal, selbst wenn du Kacke bekommst, den Gedanken, die kann dabei sein, jederzeit. Ne? Ist ja nicht mal der Riesengewinn vom Erlös her, aber du kommst halt ins nächste Level. Und das nächste Level sieht dann schon wieder sehr rosig aus, glaube ich. Das sind 3 Knives. Oh. Wir stehen noch bei 487. Ah, ein Urban Diddy Pad. Juhu. Das war wirklich ein guter Griff. Also bei spätestens 300 würde ich dann vielleicht doch in eine etwas teurere Secret reingehen. Also ich wollte eigentlich nicht in der 1er hier bleiben, aber jetzt sind wir halt hier schon auf Level 3, ne? Oder wisst ihr was? Bei 450 lassen wir das so stehen, das verschwindet ja nicht. Wir haben ja den Fortschritt, wie lange? Irgendwo ist eine Eieruhr eigentlich. Wahrscheinlich 24 Stunden oder zumindest 30 Minuten. Und dann gehe ich kurz in eine andere, in eine teurere, um zu gucken, ob wir da halt mehr oder weniger oder sonst wie rausholen. Wir sind bei 480 noch, minus... Und... Alter Falter! Ja, okay. Das Plus ist enorm. Jetzt haben wir zweimal das Ding, ne? Ich überlege gerade, ob ich das einfach exchangen soll. Ich habe es ja eh schon im Inventar liegen, das andere. Da sind wir alleine jetzt schon im Plus, ne? Also wenn ich jetzt aufhören würde, hätte ich Plus gemacht und würde einfach gehen. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Wenn ihr mal soweit seid, ich guck ganz kurz. Ach so, jetzt habe ich es ja hier liegen bestimmt, ne? Ja, ist genau dasselbe. Gleiche Wear. Das werde ich dann später, denke ich, weghauen. Ich mache jetzt einfach mal einen kleinen Cut. Oh, und gewinne eine Redline. Okay, nicht schlecht. Das waren jetzt 3 oder 4 weitere Versuche. Ich verkaufe das ganze Ding. Wir haben eh eine noch liegen. So, dalle. Wir sind wieder bei 465. Noch eine Redline. 2 weitere Züge wieder Redline. Okay, alles klar. Wir sind bald wieder bei den 500. Aber warum kommt die Tooth Fairy nicht? Das gibt's doch gar nicht. Übrigens wieder 20.485% Gewinn gemacht. Holy shit. Ja, weiter geht's. Alter, das ist doch nicht wahr. Weißt du, ich krieg diese ganzen fetten Sachen schwer in der Asimov, aber nicht diese Tooth Fairy. Als wenn die Seite wüsste, ich will auf Stufe 5 und es nicht zulassen will. Nimm einfach die Gewinne und geh. Geh weg. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wir auf die 450 fallen. Das ist doch nicht wahr, dass ich hier nicht auf Level Dingens komme, aufs nächste Level. Was kostet die Tooth Fairy? 5, 6 Dollar oder sowas? Bedenkt bitte, dass ich hier Schnitte drin hab, ne? Also auch zwischen den Gewinnen kommt sowas. Nicht, dass es so aussieht, so wow, der gewinnt ja nur. Also ich mache jetzt die langweiligen Sachen halt einfach weg und sage euch dann immer nur Bescheid, wenn was Gutes kommt oder wir aufhören hier. Es hält mich auch immer wieder bei der Stange, so mit so einem Mini-Gewinn, dass ich halt nicht tiefer falle, ich kann weitermachen. Ich habe halt nicht das, was ich gerne hätte hier, diese Tooth Fairy, sie kommt einfach nicht, um weiterzukommen ins nächste Level. Aber es ist schon hypnotisierend, du guckst da unten drauf, auf diese Zahl, ich gucke da nur die ganze Zeit drauf, ich gucke gar nicht oben hin. Ich habe einfach die Augen drauf und sehe so, wie sie es hochzählt. Und wenn dann auf einmal, wenn das Ding zweistellig oder dreistellig wird vorne, dann denkst du schon, ja! Oh!
Gut, ich gehe hier wieder auf Exchange und danach auf Upgrade. Ich werde direkt geupgradet. So, jetzt sind wir in Level 4. Da war ich noch nie. Es gibt hier ganz schicke Sachen. Wir haben es uns ja eben schon angeguckt. Ich denke, wir ziehen erstmal Knife, dass wir ein bisschen Penunze haben. Ziehen wir nicht, schade. Der Griffin ist was Cooles, Kleines für zwischendurch. Wisst ihr, wenn ich auf Twitch irgendwas Großes schon habe für 10, 15 Euro oder sowas, dann kann man für den Zweitgewinner so eine leckere Griffin, das ist schon was Nettes, die ist gut, die ist gut. Oh, schon wieder 20 Cent zweimal hintereinander. Wow. Oh Leute, ich krieg grad nur Minus, ne? Nur. Oh mein Gott. Jetzt, ich schaut euch mal wieder zu, das war jetzt 5-mal am Stück nur Kacke. Das 6. Mal nur Kacke. Oh Leute. Jetzt sind wir drin. Das 7. Mal. Wow. Achtung. Das 8. Mal. So, kriegen sie euch. Das noch. Gut, das würde ich jetzt gar nicht als Ultra-Kacke zählen. Ne? Man hat ja jetzt nicht so ein Riesen-Minus gemacht. Oh! Da kann man sich eigentlich eher weniger beschweren. Sehr schön. Da wieder 22. Also, ich werde auch so eine Desolate Space auf jeden Fall aufheben. Eine von den beiden. Das ist auch ein sehr schicker Skin. Die will ich putten. Dankeschön. Ja, es ist wie gesagt hypnotisierend da unten, dieses Plus. Das dann sich so langsam hochzählt. Oder was heißt Plus? Das ist, ist ja oft auch ein Minus. Aber diese Zahlen. Also man kann nachempfinden, wie das für Leute wohl sein mag, die spielsüchtig sind und nicht die sagen, ich will da ganz viel Geld gewinnen und verballert da deswegen mein Geld rein, sondern die wirklich um des Spielens Willen spielen. Und ja, ein, zwei Leute kenne ich, die deswegen spielen. So ein bisschen wie ich es jetzt auch mache, aber ich muss hier halt auch wieder sagen, ich spiele dieses Spiel, weil ich auf Level 5 kommen will. Nicht so richtig wegen den Gewinnen, ne? Ich will da hinkommen auf die 5 und gebe ja auch dafür Gewinne weg. Das macht ihr natürlich nicht, wenn es um euer Geld geht. Wenn ihr am Anfang ein Plus habt, sofort raus. Und nicht damit lange rumkacken, ne? Das ist ja logisch. Na, also! No Wasteland Rebel! Die will ich auch für euch rausklöppeln. Also uns fehlt nur noch einmal dieses Knife. Wir müssen nur einmal das Knife bekommen. Die Chancen sind jetzt übrigens bei 10% nur noch. Wenn wir bei 450 sind, werde ich dann in eine andere Operation, Exploration reingehen und dann schauen wir da mal rein, ne? So, wir sind drunter. Wir sind unter den 450. Wir lassen das so stehen, die läuft uns ja nicht weg. Aber ich will schon noch in ihr habt ja gesagt, mach mal die teureren, mach mal die guten. Also hier drehen wir für $34 pro Drehung. Das fühlt sich direkt komplett ekelhaft an. Also, ich drehe dann 5-mal, ne, das darf man nicht vergessen, aber trotzdem. Ich drehe 3-mal alle 5. Und wenn wir dann nicht einen signifikanten Win rausholen, dann gehe ich doch eins weiter runter, glaube ich. Also, ich muss halt gucken von der Zeit. Ich muss halt gucken, dass ich von der Videozeit hinkomme, aber das ist eigentlich jetzt schon kein Problem mehr. So, Achtung. Na also. Was kann das Level 2? Letzte Level. Richtig heftige Handschuhe drin. Ach, jetzt habe ich die Sachen eh behalten. Wollte gerade sagen, ob ich jetzt die Ding vielleicht weghaue. Die würde ich behalten vielleicht, die Emperor. Und die Kill-Confirm weghauen. Ich meine, die ist auch geil, versteht mich da nicht falsch, aber wir müssen halt auch was verkaufen. Also ich muss auch Sachen verkaufen, dass ich halt weiterkomme. Dass ich weiter vorankomme hier. Das war jetzt das zweite. Und jetzt kommt das dritte. Und wir schauen. Scheißdreck. Komm, einmal geht noch. Oh Gottes Willen. Plus. Oh, raus hier. Ja komm, dann machen wir jetzt halt auch einfach 3-mal machen wir die hier auf. Und wenn wir da irgendwie lucky sind, machen wir weiter. Aber ich muss dann auch verkaufen, Leute. Ich muss die Sachen verkaufen, sonst ist es Quatsch. Wie viel habe ich aufgemacht? Für 25, glaube ich, ne? Genau, $5 pro Spin. Ah, okay. Das sind schöne Sachen, Leute. Das sind richtig schöne Sachen. Ich will ja schöne Skins bei mir im Backpack drin haben. Das heißt, ich behalte die Aquamarine Revenge und auch die Bullet Rain. Putten wir rein. Dann haben wir nämlich hier einfach einen schönen Stash für die Giveaways und so weiter mit tollen Sachen. Und einmal gehen wir schon noch rein. Egal was, wird, ich verkauf's. Ah, eine Player 2. Die kann ich nicht verkaufen. Die muss ich auch aufheben für euch. Die Dinge, die ich hier rauscache, die gibt es in den Livestreams einfach, flupp, in den Giveaways. Übrigens, Livestreams gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Dreimal die Woche feste Livestreams, darin gibt es immer Giveaways mit unter anderem eben diesen Sachen, die wir hier erspielen. Und wo wir schon mal dabei sind, wenn ihr euch anmelden wollt, könnt ihr das sehr gerne über meinen Link machen, der steht in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, dort anmelden und schon läuft die Sache. So, also irgendwie gefällt mir diese Ding, gar nicht! Ich wollte gerade sagen, doch ganz gut, aber auch nur, weil ich bis jetzt gegönnt bekommen habe von der Case. Von dieser Exploration. Wir haben ja jedes Mal. Die ist natürlich geil. Ich komme ja gar nicht mehr zum Verkaufen. Ich komme ja überhaupt nicht weiter, wenn ich alles behalte. Ich dachte, komm, wir gucken rein, was die kann. Wir gucken rein. Die liegt in Factory New vor. Ist halt auch ein sauschönes Ding. So, 24 raus mit 25 rein. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen alive bleiben. 32 raus. Na, also. Die ist so teuer, die Case. Da weiß ich gar nicht, ob ich das will.
Alter, das sieht schön aus. 10, 10, 10, 10. Nice, nice. Okay, im Moment hält sie uns hier auch wieder über Wasser. Oder halten wir uns über Wasser. Das ist einfach dieses Exploration-Feeling. Du kannst nicht ohne Code Red. Leute, sorry, aber die muss ich holen. Die muss ich uns holen. Das ist schon nochmal ein Roll, Leute. Keine Sorge, da kann man nochmal rollen. Wie so ein Süchtiger. 21 die ganze Zeit. Komm nochmal, bitte. Oh, ja. Ah, die Kiste ist ein Gauner. Die ist ein richtiger Gauner. Na komm, dreimal noch. Lecker. Oh, okay, zweimal. Eins von den zweien. Ja, komm, immer noch zwei. Oh, uff. Okay, letzter Roll hier drin. Wir haben richtig schöne Sachen rausgeholt. Kann man sich eigentlich eher weniger beschweren, nicht? Klar, ja, natürlich. Das ist nicht schlecht. Ich will noch mal ganz kurz gucken, was wir hier im Backpack liegen haben. Wir haben hier einmal 900. Holy shit. Wisst ihr was? Ich unchecke die, die wir heute nicht gewonnen haben. Wir haben $612 rausgeholt und sind mit 650 rein. Ich habe aber noch 100. Also Plus ist da. Jetzt ist halt die Frage, was mache ich? Gucke ich in die Vierer rein, gehe ich in die 77 Cent und gucke, ob man sich da hochdrücken kann oder gehen wir zurück in die Einser. Also ich würde es schon gerne noch in der Einser wissen. Ich will hier einmal 3 drehen bei der Vierer. Oh, warte, stimmt, das ist ja jedes Mal 20. Kann ich kurz überlegen. Doch, ja, wir machen dreimal. Das war jetzt irgendwie nicht so. Und? Raus! $3,50. Machen wir auch dreimal, komm, wir sind's. Eins, nächstes Level, sehr schön. Ich würde sagen, das ist unser erster Dreherich. Das ist der zweite. Ja, und der dritte folgt jetzt. 13. Und wir können das nächste Level. Oh mein Gott, die Kiste hält uns fest. Ich kann eh nicht mehr oft noch einmal dann. Je nachdem, was wir hier rauskriegen. Oh, schon wieder das nächste. Alter, Speedrun in Level 5. Jetzt bin ich gespannt, was uns das Ding hier gönnt. Komm, wir gucken. Na. Oh, gar nichts. Die Exploration-Scheiße hier, die hat uns schmeißt uns einfach ins Gesicht. Wir sind gefallen, Leute. Und zwar ins Bodenlose. Also das hätte mich doch stark interessiert. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Macht es nie, wenn ihr gambelt. Denkt dran. Ich bin schon bezahlt worden für das Teil, ne? Ich kann am Schluss dann noch ein bisschen was auszahlen, wenn ich will. Das ist ein Plus für mich obendrauf. Aber ich verdiene mein Sponsoring-Geld praktisch nicht durch diese Sache, die ich hier freispiele. Ich habe das schon in der Tasche. Deswegen kann ich auch leichtfertig mit dem Scheiß rumschmeißen. Also einfach jetzt hier draufklicken und das Ding verkaufen. Ich kann das einfach machen. Behaltet das im Kopf. Ich will auf die Fünfer jetzt. Ich will einfach auf die Fünfer. Ich mache das jetzt damit noch. Oder auch nicht. Vielleicht bin ich auch gleich komplett ganz klein mit. Alter! Wir haben es geschafft. 443. Holy shit. Wir sind auf $443. Jetzt hochgepimmelt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich kann jetzt nur, es gibt Chancen, ne? Das sind folgende. 100%. Ich habe also jetzt die 100% Chance, diesen Skin oder diesen Skin zu bekommen. Also ich gebe $3,50 aus und bekomme dafür, ich mache das hier, eine wunderbare StatTrak AWP Asimov für $188. Ich complete jetzt das Teil und dann ist die wahrscheinlich geputtet. Und das war's, ja. Ich habe 5000% Gewinn gemacht. Und, ja, ich will mein Gesicht sehen. Hey, warum bin ich da nicht drauf? Ja, also wir haben es geschafft. Wir haben die Secret Exploration durchgespielt. Wir haben es einfach geschafft. Fette AWP. Also allein das hier war ja auch krass. Das war übrigens das StatTrak. Oh, holy shit, guck's dir an. Achtung, ich gehe jetzt mal nur auf die erste Seite. Wie viel haben wir hier liegen? $1,300 liegen hier. Auf der ersten Seite. Und auf der zweiten nochmal 159. Und wir machen jetzt Folgendes. Das hier werde ich fürs nächste Video weitermachen, aber ich habe jetzt schon über eine Stunde aufgenommen und komme sonst aus dem Schneiden nicht raus. Gezeigt habe ich euch eigentlich schon alles, ne? Deposit, Benefit Center, das Ding kann man sich auch downloaden, das wisst ihr, aufs Handy, Bubandy. Und ja, bei den Lucky Items waren wir jetzt heute nicht drin, aber die habe ich auch schon oft genug gezeigt. Ich werde jetzt wie immer auscashen, die Hot Rod, dann die Player 2 und die... Ja, so eine Phantom noch einfach reingeklatscht, so eine Phantom Disruptor. Wenn ihr also auszahlen wollt... Wählt ihr die Dinge, die ihr auszahlen wollt und klickt dann hier unten auf Withdraw so und so viel Items. Ich habe meinen Trade-Account drüben schon offen, im neuen Tab. Alle Trades sind unterwegs, Gretel diesmal auch die Hot Rod. Die ging letztes Mal nicht, die war wahrscheinlich gerade nicht auf Lager. Achtung, ich schalte kurz rüber auf den anderen Screen. Ah, 5, hallo. Und schon sind sie nachgerödelt. Warte, ich kann auf die Main-Page gehen, dass ihr die Zeit seht. Wir haben jetzt
40 Sekunden gewartet. Hier steht komischerweise noch nicht, dass sie da sind. Ja, jetzt. Also diese Anzeige ist etwas, die ist etwas langsam. Die Player 2 nehmen wir mal an. Und die anderen natürlich auch. Zack, flumm, bum, bum. Und da sehen wir schon die drei neuen Women. Sehr, sehr schön. Gibt's natürlich wie immer in den Giveaways auf Twitch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Vielen Dank für alles, meine Damen und Herren. Wir sehen uns heute im nächsten Livestream ab 18 Uhr. Donnerstags startet der Stream immer um 18 Uhr. Dann also bis gleich. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.